In diesem Video werfen wir endlich einen Blick auf Easter Eggs und Secrets in Assassin's Creed 4 Black Flag und zeigen euch, wo es was zu finden gibt. Fangen wir mit einem richtigen Easter Egg an, nämlich dem Oktopus. Südlich von Nassau findet ihr einen ganz besonderen Tauchspot. Wenn man hier ins Wrack der Atocha eintaucht, entdeckt man schon einen merkwürdigen Fangarm. Hier dann einfach zum Fenster tauchen und los geht's. Weiter geht's mit einem Easter Egg zu Watch Dogs. Im realen Teil des Spiels können wir bei Abstergo Entertainment verschiedene Computer hacken und erfahren hier zum Beispiel, dass Abstergo ein Angebot der Bloom Corporation vorliegt. In einem Schreiben wird hier für CTOS geworben, das gleiche Sicherheitssystem, was auch bei Watch Dogs zum Einsatz kommt. Ein weiteres Easter Egg im Spiel zeigt mögliche Schauplätze für die nächsten Teile des Spiels. Wer den Computer des Chefs gehackt hat, kann im Verlauf einer E-Mail mögliche Schauplätze ablesen. Aufgelistet sind hier Szenarien, die wir aus den ersten Teilen des Spiels schon kennen und welche, die wir noch nicht kennen, wie zum Beispiel Ägypten, Japan, Französische Revolution, Napoleonische Kriege und auch ein Wild West Setting taucht hier auf. Das alles sind super Hinweise für die nächsten Teile von Assassin's Creed, aber es ist natürlich rein spekulativ, liebe Freunde. Kommen wir noch zu den Abstergo-Herausforderungen. Insgesamt gibt es 100 Stück und für jeweils 10 gibt es einen Cheat, den ihr aktivieren könnt. Damit kann man zum Beispiel Wind und Wetter beeinflussen, aber auch Edward Kenway ständig betrunken machen. Besonders witzig wird es bei 80%, denn ab diesem Punkt kann man alle Gegner in verrückte Rabbits verwandeln. Einfach nur mega lustig. Wer übrigens alles auf 100% gespielt hat, den erwartet etwas ähnlich Cooles. Es lohnt sich also auch nach der Beendigung der Kampagne noch weiter zu spielen, denn Assassin's Creed 4 Black Flag steckt voller Überraschungen.